So, wir sind jetzt hier an einem Kernkraftwerk, wo wir unsere Boote, sprich Stand-Up-Paddleboard und Riverstar, Grabner Riverstar, umkarren. Und das bewältigt Samira jetzt natürlich auch alleine, denn diese ganze Übungstour hier auf der Loire soll eben auch beweisen für Samira ganz persönlich, dass sie in der Lage ist, eine solche Tour auch ohne meine Hilfe hinzukriegen, ganz alleine einen naturbelassenen Weitwanderfluss wie die Loire zu bewältigen, auch und vor allen Dingen mit den schwierigen Portagen. Dazu gehören teilweise Brückendurchfahrten, dazu gehören aber das Umkarren von Atomkraftwerken und Wasserkraftwerken. Und dafür ist hier dieser taugliche Brion Bootswagen total gut, und das muss jetzt Samira alleine irgendwie hinkriegen. Ich stehe nur dabei und filme ein bisschen und dokumentiere das ein bisschen. Es ist schon alles nicht so einfach, dieses Subboard jetzt voll beladen mit Zeltgepäck mittig zentriert auf den Bootswagen zu heben, um dann das beladene Subboard hier über eine Betonrampe einige Meter in den Unterlauf der Loire hier zu buxieren. Aber wie es aussieht, kriegt Samira das gebacken. Und es ist ganz entscheidend bei solchen Touren, bei solchen Experimenten oder auch eben Dingen, die man zuvor nie gemacht hat. Samira ist nie zuvor mit einem Subboard samt Zeltgepäck einen langen, wunderschönen, naturbelassenen Weitwanderfluss gepaddelt, mit Kajak schon. Da sind wir 2017 diesen Fluss gepaddelt. Aber die Idee, dasselbe mit einem Subboard zu bewältigen, die kam erst vor kurzem. Und so checken wir hier, ob Samira das auch alleine gebacken bekommt. Und es sieht jetzt so aus, dass der Bootswagen sehr funktional ist. Allerdings, der Bootswagen befindet sich auf meinem Riverstar-Kajak. Er käme zur Not auch noch zerlegt mit auf das Subboard von Samira. Also, wichtig ist auch noch, das Subboard hier ist von hoher Qualität. Es ist ein Trekking-Subboard, was jetzt zum Beispiel, obwohl es hinten und vorne ordentlich Gewicht drauf hat, nicht wegknickt oder zusammenklappt, sich zusammenfaltet. Die Rampe hier ist freundlich, sie Waschbeton. Lässt sich gut laufen und mit einem Bootswagen fahren, sodass Samira hier mit ihrem Trekkingboard samt Zeltgepäck gut in den Unterlauf kommt.